So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe Online und heute mal wieder mit dem Misha, das heißt Manukol ist wieder da. Ja, Horikol ist da, genau, vom Kanal Blue Sky Raker. Genau, ich schau mal, dass ich den Kanal unten mal verlinken werde. Oh, dann das ist nett. Das ist so nett von mir, ja, wie die Gedichtsform. So nett, kennst du die? Gibt's wirklich eine Gedichtsform, die so heißt, aber okay. Ist die wirklich so nett? Wie ist ja? Ja? Genau, ist so nett wie ich. Das, da wahrscheinlich keine Satire geschrieben werden, oder? Ja, aber so Haustiere. So Haustiere dürfen... Die dürfen, ja, auf jeden Fall. So Haustiere. So Haustiere. Genau. Leute. Was ist und ich spiele heute Sonne. Übrigens mit König Buhu und wir haben die Items auf Furios und die Computer habe ich auch auf schwierig gestellt. Das heißt, es dürfte vielleicht sogar eine Herausforderung werden, ein bisschen, ne? Ja. Und ja, mal schauen, wie wir uns anstellen. Wow, ich fange schon mal als Elfter. Ich bin Zwölfter jetzt. Toll. Ja, GG erstmal. Wow, ich bin gerade Erster, aber ob ich das lange halten kann, geil, weiß ich auch nicht. Ja, GG, ich krieg nicht mal das. Ja, GG. Ich bin gut, Alter. Ich darf jetzt mit einem Joy-Con fahren, weil mein Zweiter gerade schlapp gemacht hat. Mitten in der Aufnahme. Jetzt ja, am Anfang von der Aufnahme. GG. Ja, toll, jetzt darf ich mit Einzel-Joy-Con fahren. Naja, auch nicht. Alter, schlecht. Ist das knapp. Wenigstens habe ich Stern und Blitz bekommen. Wurdest du auch geblitzt? Nee, niemand hat ein Foto von mir gemacht. Ja, will ja auch keiner haben. Ja, kann ich verstehen. Aber finde ich gut. Dann habe ich schon keine Probleme. Dann muss ich schon die Leute nicht beschimpfen wegen Datenschutz und so. Dass die mich nicht fotografieren dürfen. Wie auch immer. Die finden dich eh wahrscheinlich hässlich. Ja, wie sollen sie dich finden? Schön oder was? Ja, natürlich. Ich bin schöner Kohl. Ich wachse auf dem Feld und gedeihe gut. Ja, ich muss den mal kurz rausrupfen, dass er in der Aufnahme dabei sein kann. Genau. Wow, kriege ich die Abkürzung hin? Jawohl, nice. Ja, mein und Vater ist übrigens ein Vogel am Himmel. Oder, nee, er fliegt am Himmel. Ja, du hast auch einen Vogel. Du hast echt einen Vogel, ehrlich. Ganz toll. Als Vater, Als Vater? Ja, okay. Hast du doch gerade erzählt. Ja, ja, wenn ihr das Logo von meinem Kanal anseht, dann wisst ihr mal, was ich meine. Da ist ja so ein Vogel-Dings drauf. Also, das ja, ist richtig. Von meinem Vater, der macht ja mit mir da. Der macht mit ihm ja Videos. Genau, Leute. Aber ich stelle mich gerade gar nicht mal so scheiße an, finde ich. Also, auch wenn es Computergegner spielt. Auch wenn es Computergegner sind, aber ich... Fall runter. Gott, ich war Vierter, einmal von irgendwas getroffen und sofort Achter. Naja, wenigstens konnte ich jetzt was besuchen. Hä, warum? Hä, ich bin Zweiter, warum hat mich der blaue Panzer getroffen? Lol. Als er losgeschickt wurde, warst du dann wohl Erster. Der geht ja immer danach. Ja, aber ich war jetzt schon eine Weile auf dem zweiten Platz. Deshalb. Aber das geht ja immer danach, wann er losgeschickt wurde. Dann behält er das Ziel und fliegt so. Nicht unbedingt. Ah, nee, vielleicht war es auch ein Panzer vom gegnerischen Team. Vielleicht deshalb. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich bin vierter Platz und habe somit meinen Namen gerechtfertigt. Ja. Ja, gut. Ja, stimmt doch. Ja, trotzdem ist das gegnerische Team in Führung. Das müssen wir verhindern. Auf jeden Fall und auf jede Landung. Genau. Wir müssen unsere Front verteidigen. Oh, ich darf wieder eine Strecke wählen. Worauf haben wir Lust? Oh, du nimmst du immer Zufall? Ich nehme immer Zufall. Na, mal sehen, ob heute mal... Ach nee, die Partystraße kam ja von mir. Ja, richtig. Ah, Koopa Großstadtfieber. Okay. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Hab nichts dagegen. Ich auch nicht. Viele hassen die Strecke, ja. Also ich sag mal so, ich finde sie okay. Ich hab nichts dagegen, wenn sie drankommt. Ich weiß gar nicht. Ach, das ist die Strecke. Ja, ich hab nichts dagegen. Ja, ich auch nicht. Ist es an der so schlimm? Das weiß ich nicht. Vielleicht der Regen? Ich weiß also es auch, nicht. Bei 150 ist die wirklich... Da wird's schon schwieriger.
Mit dem Driften gibt es ja manchmal Problemchen, aber... Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe auf 100 CC. Ja, haben wir jetzt auch. Ja. Warum eigentlich nicht 150? Weil ich es vergessen habe umzustellen. Ja, egal. Hm. Egal, dafür haben wir ja furiose Items. Wobei ich da ja nicht so viel merke hier auf dem ersten Platz. Ja, auch, du bekommst öfter blaue Stacheln, als du denkst. Es war jetzt letzte Runde wohl weniger, wow. Aber hä? Bei Furios gibt es mehr blaue Stacheln. Das seht ihr ja dann auch am Thumbnail. Ja, richtig. Jo. Ah, und du bist erster. Ja, ist okay. Du bist ja in meinem Team. Passt schon. Das passt schon. Oh, ich bin erster, ja. Aber du knallst mich jetzt nicht absichtlich ab, oder? Warum sollte ich dich abknallen? Weiß ich nicht. Machen manche, mit denen ich zusammengespielt habe, denen ist das Team total egal. Die. Ja, ich könnte dich jetzt auch mit dem roten Panzer abknallen, ja, aber für ich schieß was? Den nach hinten! Ja, schieß ihn lieber nach hinten los. Ja, ich kack den so hinten raus, den Panzer. So. 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 Ja. So richtig so Schmackofatz. So mit Stückchen drin. Brauner Panzer. Brauner Panzer, genau. In unserer letzten Challenge hatten wir ja alles auf Schwarz-Weiß. Da war es der graue Panzer. Der hell- und dunkelgraue Panzer, ne? Genau, und jetzt der... Lol, und die Bombe. Ja, mich hat die auch erwischt. Ja, mich auch. Bomben! Geil, ja. Zum Glück kenne ich eine gute Abkürzung. Die wird mich wieder ein bisschen nach vorne bringen. Ah, hier gibt's Abkürzungen? Ja. Kannst du die nicht? Wow, lol. Ich habe gar keine gesehen. Hey, lol. Muss ja, okay, Abkürzung. Das war jetzt immer die Standardstrecke, aber... Ja, ne, die ist... da muss der am Ende ist ja dieses Flugdingens, ne? Plattform. Ja. Und dann, wenn du da nach links fliegst, da ist so ein Auftrieb. Okay. Also links außerhalb der Map praktisch. Okay. Ich denke, so kann man es beschreiben. Kannst ja gleich bei mir mal gucken. Und wenn ich dann wieder am Ende der Strecke bin. Ja, aber ich bin gerade 12. Ich habe mit anderen Sorgen zu kämpfen. Ich bin gerade 3. Aber gut. Ja, es ist schon manchmal fies. Ja, auf jeden ich Fall. Ich bekomme als 12. Platz 3 Pilze. Da, hier, guck mal. Links. Hier ist so, weißt du, so ein Auftrieb. Hab ich jetzt nicht gemerkt. Ja, okay. Ich kann es dir nachher noch mal im Video zeigen. Ah, jetzt habe ich es auch gefunden. Ich bin da gerade automatisch dagegen geflogen. Ja, lol. Hast du gesehen, wo ich meine? Haben wir aufgeholt eigentlich? Nein, also sind die anderen gut. Wir müssen beide besser werden gleich. Komm, nehmen wir mal nicht Zufall, nehmen wir mal eine Anfängerstrecke und können wir vielleicht aufholen, so als erster, zweiter. Anfängerstrecke, das ja, heißt... Ja, irgendwie was? Aus den ersten zwei Cups da irgendwas. Dann nehmen wir... Ja, jeder, was er will. Ich nehme Mario Kart Stadion, einfach das, den Standard so. Ich nehme mal die... Ja, komm, die Marios Piste. Oh, was wohl? Vom GBA. Das Mario Stadion oder die Mario Piste? Oder Marios Pisse? Marios Pisse. Ja, ganz toll. Ja, klar. Ja, obwohl die Flecken, die ja hier auf der Strecke sind, sind schwarz. Nicht braun zum Glück. Sonst wäre es Marios Kacke. Ach, das Gelbe. Wahrscheinlich ist es Erde, die vollgepisst wurde. Ja, genau. Oder mit Pissfarbe gemalt worden ist. Richtig. Genau ist es genau, wenn ich sogar exakt, wow, dankeschön. Oh Gott, jetzt habe ich da Windschatten von hinten bekommen. Habe ich eigentlich, warum habe ich eine Antenne? Ah ne, das ist wegen dem ja, Team, ne? Ja, genau, habe ich mich am Anfang hab auch gefragt. Habe ich mich gerade gefragt, so. Ja, das ist, naja. Aber bei mir ist alles richtig gut. Ja, solange du runterfallen kannst, ist ja alles gut. Ja, richtig. Ja, hier bei der Strecke kann man ja nicht so an vielen Plätzen runterfallen. Nur bei dem Bogen da eigentlich. Gott, ich hab's geschafft, durch so eine Ölpfütze zu fahren. Ach, die verlangsamt einen gar nicht. Das ist ja so, dass du da hängen bleibst. Das wusste ich auch nicht. Ich bin das erste Mal da jetzt reingefahren. Was? Was machst du, Bieser? Ich bin 10. Naja, ich bin 5. Also, aber geht so voll nach hinten los. Die Computer sind ja auch besser auf der Strecke. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe die Computer ja, glaube ich, auch auf schwierig gestellt. Ja, hast du. Ja. Ne?
Jetzt hätte ich noch auf 200 stellen müssen. Ey, das wäre die ultimative Herausforderung. Ich spiele ja Mario Kart auch nicht mehr so aktiv, das heißt... Ja, 200. ich eigentlich nur noch in meinen Aufnahmen tatsächlich. Ja, 200 kann ich gar nicht mehr und konnte ich auch nicht richtig. Ich auch nicht. Boah, das wäre auch mal eine gute Challenge. Hast du die schon? Ne, habe ich nicht, glaube ich. Auch mal eine gute Idee. Könnte ich mal machen, so. Warum nicht? Ja. Nehmen wir für meinen Kanal dann eigentlich auch noch ein Video auf, das dann vielleicht ja, können wir schauen. Zeitgleich kommt? Können wir schauen. Das ist eine gute Idee. Ich habe da auch... Leute, wie gesagt, sein Kanal ist auf jeden Fall unten verlinkt. Deshalb schaut rein, vielleicht haben wir ein Video gemacht. Ja, ich hoffe es. Mal schauen. Oh ne, blauer... Hä? Warum kommt jetzt der blaue Panzer nicht? Keine Was? Ahnung. Warum kommt er nicht? Ich hab den doch zu dir geschickt. Nee. Ach nee, der war zu... Weil wir im selben Team. Genau, ja. Deshalb. Wir sind ja im Team. Intim, genau. Wir sind intim. Oh nein, bitte nicht. Muss nicht sein. Alter, ich bin voll gut gewesen. Das glaubt ihr nicht. Guck mal. Ich bin Elfter. Ich bin voll der Pro, oder? Wenigstens bist du kein Larry. Der war Zwölfter. Haben wir aufgeholt? Ich glaube nicht, oder? Ey, wir liegen 20 Punkte zurück. Das schaffen wir nicht mehr, oder? Ich weiß nicht. Je nachdem. Wie viele Rennen sind es noch? Eins noch. Das schaffen wir nicht, glaube ich. Also wenn ich Erster werde, hätte ich ja eh schon 15, ne? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen könnten. Na komm, ich nehme mal Excitebike Stadion. Ah, das hätte ich auch nehmen können. Das ist ja, da bin ich so geübt, das ist meine Lieblingsstrecke, aber ich habe jetzt einfach mal TikTok Trauma genommen. Ja! Excitebike Stadion. Glück gehabt. Leute, Glück gehabt, wir haben Glück gehabt. Yay. Was sollte das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was der da macht. Musik. So. Letztes Rennen. Erstes Rennen. Was für letztes Rennen? Das Display ist noch lang nicht vorbei. Was labert ihr? Was für letztes Rennen? Stimmt doch gar nicht. Wow. Letztes Rennen für diesen Part, meint er wohl. Ja, das auf jeden Fall. So. Oh, ups. Oh, hab ich dich mit dem Panzer. Das waren grüne Panzer. Das waren drei, die ja, ich vor... danke. Ich hab dir nicht gezielt. Ich hab dir einfach alle drei wild durch die Gegend geschossen. Wild durch die Gegend und ich war in dieser Gegend übrigens. Ja. Mein Freund, ne? Das habe ich dann auch gemerkt. Ja, ich glaube auch. Na wenigstens bin ich jetzt toller Teamkamerad. Hey geil, die hat mir ihren Pilz gegeben. Ja, das ist bei den drei Pilzen wirklich so. Die sind so, wenn ich da jemand rammt, bekommt man halt auch ein Turbo. Ja, das finde ich nice. Nur Baby Daisies vor mir und die ist in unserem Team. Also bei mir sind die Voraussetzungen beste. Ja, und ich bin Dritter, also. Ja, passt, perfekt. Passt. Wenn das jetzt so bleiben würde, dass wir auf den ersten drei Plätzen sind in unserem Team, dann. Wow, F. Lol. Oh nein, da ist Peach. Mach Peach weg. Peachy Peachy. Was passiert mit dem roten Panzer nach hinten? Oh, der ist unter dir durch. Aber ich bin gerade nicht mal so gut tatsächlich. Wow. Wow, shit. Oh. Da ist Peach. Ich muss Peach absnipen. Und natürlich geht der auf dich, der rote Panzer. Natürlich. Ja, danke. Wir sind zwar im selben Team, aber natürlich muss der Panzer trotzdem auf dich gehen. Hä? Ja, okay. Ich habe hier eine Feuerblume. Dann kann ich vielleicht aufholen. Warum ist der Panzer auf dich? Ich habe keine Ahnung. Wir sind doch Kameraden. Ja. Und ich bin Erster übrigens. Ja, ich bin Zweiter, direkt hinter dir. Okay, perfekt. Die ersten vier aus unserem Team sind... Naja, wir sind die ersten vier halt. Das ist gut. Nachdem ich Peach mit meiner Feuerblume weggesniped habe. Was ich gut fände, wenn es mal wieder so eine Leiste geben würde, wie in Mario Kart 7. Also die Auflistung der Charaktere, weißt du, was ich meine? Ja, es gab es in Mario Kart Das war ja auf dem Touchscreen da. Ich meine, während dem Rennen. Ja, das gab es da auch während dem Rennen. Ja. Okay, wir haben die ersten drei Plätze, glaube ich, belegt. Ja, okay, nice. Vielleicht haben wir aufgeholt, ich hoffe es. Na, ich wurde noch am Ende von einer Feuerblume erwischt. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz... Also ich habe 47 Punkte, das heißt... Wir haben noch gewonnen! Wir haben noch gewonnen! Ja, komm, ich bin check. Nice! Gib check!
weil ich Peach weggesniped habe und du Bester bist. Ja klar, sowieso. Ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war's das schon wieder. Oder? Das war's schon wieder vom Part. Ja. Vergesst nicht bei mir vorbeizuschauen, sag genau, ich jetzt mal. Mischa ist unten verlinkt, sein Kanal. Und wir danken auf jeden Fall fürs Zuschauen. Jo. Und tschüss. Ciao, ciao.